Ja, wie lief dann so ein Arbeitstag ab, so eine Schicht? Wenn Sie da hinkamen und dann so einen Tag Ja, durch. nehmen wir mal an, in Markt Heidenfeld, nur in dem kleinen Amt. Der Nachtdienst hatte die Kollegin, die ist um 7 gegangen. Aber man hat so ein bisschen schon so, ach komm, ich komme eine halbe Stunde eher, damit du heim kannst. Ne? Ich habe dann von 7, wir hatten alle unseren Plan, von 7 bis 13 Uhr dann. Ne? Man konnte auch mal tauschen. Das konnten wir auch untereinander. Du könntest du morgen mal für mich den Morgendienst machen, ne? Und den Abenddienst tauschen. Das konnten wir schon. Musste man natürlich unserer Aufsicht Bescheid sagen. Und dann hatten wir auch eine Pausenablösung, die ist dann von Platz zu Platz gegangen, hat so eine Tafel gehabt und 20 Minuten Frühstück. Ja. Mittagspause, ja. Wie war War das denn dann streng. mit der Lautstärke, wenn jeder redet? Ich muss sagen, da gewöhnt man sich. Es war schon, in einem Amt war schon eine Kollegin dabei, die immer so gegilft hat. Ne? Und da hatten wir unsere Aufsicht, die hat gleich gesagt, sie soll mal gescheit reden, ne? Nicht so schreien. Das gab's schon. Ne? So richtig gekratzt und das stört ja dann auch, ne? Wenn ich mit dem Kunden rede und die. Da hatten wir eine Aufsicht, die hat dann schon Druck gemacht. Ne?